Friends, ich begrüße euch zu einem neuen Video und vielleicht könnt ihr schon erkennen, ich habe ein Meal Prep Video für euch wieder dabei und ich zeige euch, wie ihr in kürzester Zeit das Essen für die komplette Arbeitswoche vorbereiten könnt. Nach dem Video ist auf jeden Fall klar, dass gesunde Ernährung nicht aufwendig ist und dass Meal Prep der Game Changer für stressige Phasen ist. Ich habe nämlich für alles unter einer Stunde gebraucht. Und wenn ihr alle Rezepte nochmal nachschauen wollt, findet ihr das bei mir auf dem Blog. Und da habt ihr auch Inspiration, wie man sich die Gerichte zu einem Ernährungsplan zum Abnehmen zusammenstellen kann. Die Tage sind auf 1300 Kalorien ungefähr ausgelegt. Das bedeutet, ihr habt sogar noch Platz für einen kleinen individuellen Snack jeden Tag, sodass ihr euch ein bisschen Abwechslung reinbringen könnt und trotzdem noch im Defizit seid. Los geht's! Wir starten mit Baked Oats. Haltet euch fest, der Geschmack Himbeer, weiße Schokolade. Dafür erstmal eine Banane mit der Gabel zerdrücken, dann kommt Ei und fettarmer griechischer Joghurt dazu. Das Ganze jetzt schon mal gut verrühren und wenn ihr wollt, noch ein bisschen extra süßen, zum Beispiel mit Flav Drops. Dann geht's weiter und wir können unsere Instant Oats dazugeben. Instant Oats sind einfach gemahlene Haferflocken, also Haferflockenmehl. Das könnt ihr entweder online so kaufen oder ihr macht es euch selber, indem ihr einfach Haferflocken in den Mixer gebt und das einmal gut durchmixt. Dann noch ein bisschen Backpulver mit rein und das Ganze jetzt zu einem Teig vermengen. Und jetzt geht's weiter, wir können unser Obst mit reingeben. Ich habe gefrorene Himbeeren genommen, weil ich die Kombination weiße Schokolade-Himbeeren einfach sehr, sehr lecker finde. Natürlich könnt ihr auch anderes Obst verwenden oder das saisonal anpassen. Und jetzt einfach zwei Auflaufformen nehmen, den Teig darauf verteilen. Und natürlich fehlt jetzt noch unser weißer Schokoladekern. Und da habe ich mir einfach so eine Lindor-Kugel genommen und die kommt in die Mitte jetzt rein. Und dann geht's ab damit in den Ofen. Die Baked Oats sind im Ofen. Wir machen weiter mit Gericht Nummer 2, Spinat-Feta-Pasta. Dafür nehme ich mir eine Auflaufform, gebe einen Feta rein und verteile meinen Spinat außenrum. Das Ganze kommt dann in den Ofen und währenddessen kann ich mir ein paar Nudeln kochen. Sobald der Spinat und der Feta fertig ist, einfach mit der Gabel so zerteilen. Das wird dann richtig schön cremig. Ihr könnt auch noch ein bisschen von dem Pastawasser mit dazugeben, dann wird es noch cremiger. Und dann einfach die fertigen Nudeln untermengen, alles schön verteilen und unser Gericht Nummer 2 ist fertig. In der Zwischenzeit sind unsere Baked Oats jetzt auch schon fertig, wie versprochen, mit flüssigem weißen Schokoladekern. Das größte Problem bei denen ist, dass man sich jetzt beherrschen muss, nicht direkt alles sofort zu essen, aber wir müssen weiter kochen. Und zwar unser Gericht Nummer 3, das werden Reispapier-Dumplings. Dafür brate ich erstmal Hackfleisch richtig schön scharf an. Vegetarier können natürlich eine Veggie-Alternative verwenden. Und dann kommt da geraspelte Karotte, Weißkohl und Zwiebel dazu. Das Ganze alles zusammen jetzt anbraten und dann gut würzen. Ich habe da einfach so eine chinesische Asia-Gewürzmischung genommen. Das passt dazu natürlich perfekt. Und dann das erstmal beiseite stellen und wir nehmen uns jetzt so Reispapierplatten. Die bekommt ihr im Asialaden, aber öfters auch mal im normalen Supermarkt oder Discounter sogar, wenn Asia-Wochen sind. Und die einfach mit ein bisschen Wasser benetzen. Und dann kommt die Füllung da drauf und wir können das dann einfach so zusammenklappen, wie ich das in dem Video mache. Das werden dann einfach so schöne kleine Päckchen und das macht ihr genau so lang, bis die Füllung aufgebraucht ist. Und die brate ich jetzt einfach in der gut beschichteten Pfanne von jeder Seite so ein paar Minuten an auf mittlerer Stufe, damit auch nichts anbrennt. Einfach bis das Ganze schön goldbraun und knusprig ist. Und wir brauchen auf jeden Fall noch einen Dip. Da habe ich mich für einen Erdnussdip entschieden. Ich finde, das passt zu so asiatischen Sachen immer sehr, sehr gut. Statt Erdnussbutter verwende ich aber mein Erdnussbutterpulver. Das rührt man einfach mit Wasser an und das hat den Vorteil, dass es einfach ein bisschen weniger Kalorien hat, aber trotzdem richtig, richtig gut schmeckt. Dazu kommen dann noch Sojasauce und Limettensaft für die Säure. Das passt auch immer mega. Und dann ist unser Dip auch schon ready und wir können unsere Reispapier-Dumplings anrichten. So sehen die jetzt aus und dazu kann man zum Beispiel auch noch so einen gemischten Salat einfach essen. Das passt richtig, richtig gut dazu. Und wir machen sofort weiter mit Gericht Nummer 4. Das werden Kartoffelwaffeln mit Toppings oder einfach wie so selbstgemachte Rösti. Dafür nehmt ihr euch am besten eine relativ große Kartoffel, dann habt ihr ein bisschen weniger Arbeit beim Schälen und die dann einfach mit dem Gemüsehobel klein raspeln. Dann könnt ihr euch ein Waffeleisen hinstellen, das schon mal heiß werden lassen, mit ein bisschen Öl besprühen. Kann man auch mit dem Zewa machen, wenn man keinen Ölsprüher hat. Und da dann einfach die geraspelten Kartoffeln reingeben und das Ganze dann auf mehreren Durchgängen ausbacken, bis es so richtig schön goldbraun und durch ist. Dann habe ich mir meine Meal Prep Boxen genommen. Natürlich kann man sich das auch frisch zusammenstellen, wenn man das wirklich essen will. Ich habe es euch im Video jetzt mal gezeigt und habe als Toppings mir ausgesucht Hüttenkäse. Da haben wir noch ein bisschen Protein dabei
und Paprikawürfel, Avocado und noch ein wachsig gekochtes Ei. Und wir legen direkt noch was nach. Ich habe mir nämlich gedacht, dass die Kartoffelwaffeln auch in süß mega gut schmecken. Und deswegen machen wir noch ein Frühstück draus. Und ich habe noch eine Portion von den Kartoffelwaffeln gemacht. Und da kommt einfach Apfelmark dazu. Und dann habe ich noch als Süße ein bisschen Zimt und Zucker, also Erythrit, genommen. Und das passt wirklich richtig, richtig gut. Uns fehlen jetzt noch zwei Gerichte zu unserer kompletten Meal Prep Woche. Und ich habe mir überlegt, wir machen noch ein paar Lunchboxen. Das ist ja das Meal Prep Gericht schlechthin. Und zwar machen wir da so geile Cheeseballs rein. Und dafür nehme ich diesen festen Hüttenkäse, Twarog heißt der, und Frischkäse. Das Ganze mixe ich zusammen. Und dann kann man das in der Hand zu so Bällchen formen. Wenn es ein bisschen an euren Fingern kleben bleibt, dann nehmt einfach noch ein bisschen Wasser dazu. Die ganze Masse noch einfach ein bisschen salzen. Und dann habe ich das in schwarzem und weißem Sesam gewälzt und Schnittlauch. Man kann natürlich auch zum Beispiel Chiliflocken oder Petersilie nehmen oder auch was ihr eben Lust habt. Und dann werden es so richtig leckere High-Protein-Frischkäsebällchen. Und natürlich reicht uns das noch nicht. Wir brauchen noch ein bisschen mehr in unserer Lunchbox. Die sind auf jeden Fall der Hauptdarsteller. Dann kommen noch so ein paar Protein-Cracker dazu. Die sind einfach mit Leinsamen. Bisschen Tomaten habe ich noch genommen. Oliven passt immer, finde ich, auch noch gut zu sowas Herzhaften. Und auch ein paar Karottensticks. Die waren nämlich noch von unseren Reispapier-Dumplings übrig. Und es ist doch eine richtig, richtig leckere Lunchbox. Das letzte Gericht wird mega einfach, das kriegen wir auf jeden Fall auch noch hin. Wir machen so einen richtig leckeren Fruchtquark. Dafür nehme ich einfach Magerquark, ihr könnt natürlich auch Skier verwenden und gebe Mangostücke dazu. Ich hatte jetzt eine frische, da war eine richtig leckere im Supermarkt gelegen. Natürlich, wenn es gerade keine gibt, könnt ihr auch gefrorene nehmen und dann einfach gut durchmixen. Vielleicht noch ein bisschen Süße dazugeben und auf zwei Meal Prep Boxen verteilen. Und ich habe dann einfach so fertiges Granola noch dazu gegeben. Man kann das natürlich auch selber machen, aber ich würde sagen, wir haben heute schon genug in der Küche gestanden. Da kann man sich's auch mal einfach machen. Und unser letztes Gericht ist ready. Call me whenever you feel alone, bitch. Jetzt ist es endlich soweit. Der schönste Moment ist da. Wir können uns unser ganzes Werk nochmal anschauen. Und da ist man schon immer ein bisschen stolz, was man wirklich in kürzester Zeit jetzt vorgekocht hat. Wir haben uns auf jeden Fall eine ganze Menge Zeit gespart für die Woche. Wir haben uns Geld gespart, wir haben uns Kalorien gespart. Und vor allem sind wir perfekt vorbereitet. Ich hoffe, ihr habt nach diesem Video auf jeden Fall Lust, Meal Prep auch mal auszuprobieren. Wie gesagt, ihr könnt alles bei mir auf dem Blog nochmal nachlesen. Manche Sachen würde ich mir jetzt vielleicht nicht direkt am Sonntag schon komplett zusammenstellen. Gerade die frischen Sachen dann vielleicht einfach auf der Arbeit zusammenpacken, weil dann bleibt es alles auch knackig und hält die ganze Woche über. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt und vielleicht ein Abo dalasst. Und wenn ihr Lust auf weitere Meal Prep Ideen habt, dann kann ich euch mein Kochbuch empfehlen. Das verlinke ich euch auch. Da findet ihr 60 Rezepte und über die Hälfte ist Meal Prep geeignet. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderbaren Tag, viel Motivation jetzt im Januar und wir sehen uns im nächsten Video.